Ja, guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem Zelda-Stream. Nach mehreren Wochen gab jetzt ein paar Wochen kein Zelda-Stream, weil immer irgendwas dazwischen kam. Aber ja, bevor das hier natürlich richtig anfängt, geht wie immer die Warnung. Spoilert nicht, macht keine Tipps in die Kommentare, ich sehe das nicht gern. Spoiler bestrafe ich mit einem Bann. Ich weiß, dass es den Leuten nervt, dass ich das jeden Anfang sage, aber es hat seine Gründe und das erwähne ich auch gerne jedes weitere Mal. So, des Weiteren, wir sind wieder hier oben, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Vom Stil her sagt es schon, dass ich heute nach Hateno endlich will, aber ich will vorher hier oben bei dem Archipel noch das machen, was ich letztes Mal nicht gemacht habe. Zum einen hier die Challenge und hier gab es noch einen Bereich sehr viel weiter oben, den muss ich auch noch machen. Aber ich würde sagen, erstmal versuche ich mich an der Challenge hier, die ich wahrscheinlich eh vermasse. Let's go! Ich hoffe, diesmal schaffe ich's. Hier ist so eine huckige Landschaft. Ist echt schwer zu lenken. Nee, geht mal aus dem Weg. Ich kann euch gerade überhaupt nicht gebrauchen. Ah, ich hab's geschafft. Bitte sagt, der geht von allein nach da oben. Ach nee, hier unten wird ein Schrein erschaffen. Ich dachte, der Schrein erscheint oben. Na gut, stört mich jetzt eigentlich umso weniger, ne? Muss ich nicht laufen. Im Übrigen, ich hoffe, man hört es nicht, aber ich habe den Ventilator im Hintergrund an, weil hier gefühlt bei mir wieder 30 Grad im Zimmer sind und ich sonst hier umkommen würde. Da entschuldige ich mich, aber ich will hier nicht sterben. Das war auf jeden Fall mal eine interessante Challenge. Nein, warum muss ich direkt darauf folgen, sowas machen? Dieser Scheinband und Leute hat ein Übel aus vergessenen Tagen, nämlich den in Kleidung zu besitzen. Nur jedem sei der Zutritt gewährt, der kein Werkzeug in den Händen trägt. Ich hasse euch. Warum tut ihr mir das an? Wieso? Warum? Weshalb? Nacktes Überleben, abgehoben. Wisst ihr was? Nehmt mal die Chance und macht diese schönen Bilder hier mal. Ah ne, vom Holzschild habe ich schon ein schönes Foto. Ich bin bis an die Zähne bewaffnet. Okay, ich verstehe das wie. Oder auch nicht. Weil ich gerade davon einfach umgenietet wurde. Warte mal. Sehr prima geflogen. In dein Gesicht. Danke für den Konstruktbogen. Was wäre da drunter gewesen? Kisten kann ich ja ruhig opfern. Ach, das lässt eine Bombe droppen. Hab's drauf geschafft. Stimmt ja, da war ja was.
Ich wollte gerade sagen, scheiß auf den Schild, Hauptsache ich krieg den Hammer. Prima Wurf. Das wollte ich. Danke. Hier sind doch noch mehr Sachen runtergefallen. Ich glaube, das ist ein großes und ein Narnium-Schwert, was ich hier gerade habe. Die Waffe sollte ich beiseite schmeißen, weil das so Narnium-Schwert würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Oh, mir kommen ganz doofe Ideen. Komm her. Aua. Ich war instant tot. Das Sonanium-Großschwert bitte einmal dahinlegen. In der Hoffnung, dass es bleibt. Das Großschwert würde ich gerne mitnehmen. Ah, schade. Ich darf das Schwert nicht behalten. Wäre ja auch zu schön. Ach, guck mal, wenigstens das Ding ist noch weiter da. Habe ich ein Schild, der noch nichts dran hat? Ich habe noch ein Schild, der nichts dran hat. Der Stachelschild. An der Waffe hat der irgendwie kaum was gebracht. Oh, die würde ich auch gerne mitnehmen. Überlege ich gerade. Ich habe richtig viele gute Waffen. Na gut, den Bumerang kann ich wegwerfen. Der ist jetzt nicht so der Riesenverlust. Das ist eine neue Sonarium-Lanze eigentlich? Dachte ich mir. Eine starke Sonarium-Lanze. Die lasse ich doch nicht hier. Ich bin noch geistesgegenwärtig abgesprungen. Bevor ich mit dem Teil nach unten gesegelt bin. Ich weiß nicht, warum das so massiv abgeprallt ist. Aber ich bin froh, doch hier oben zu sein. Ich wusste, warum ich nochmal hier hoch wollte. Euch habe ich, glaube ich, nie fotografiert. Hab dich. Ich weiß jetzt schon, wo ich gleich hin muss. Ich will mich nur einmal da hoch katapultieren. Okay, wenn das Teil mich jetzt nach da unten führt, dann mache ich nicht. Nee, das hole ich mir irgendwann später. Oder besser gesagt, wenn wir hier fertig sind. Ich habe doch definitiv auch ein bisschen was für den Kapselspender hier. Mal gucken, was der liefert.
Gleiter. Ein Frostwerfer. Ersatzbatterien. Da ist aber noch eine Sache wahrscheinlich drin, oder? Ja, eine geheimnisvolle Sache ist da noch drin. Ein Spiegel. Er soll Monster vertreiben können. Okay, höchst interessant. Aktivieren wir jetzt endlich mal den Schrein da. So, du führst mich jetzt zu dem Punkt, wo der Stein sitzt. Aber hier habe ich auf jeden Fall einen Teleportpunkt jetzt. Ja, ich muss den Kristall bringen, der das Licht starten erstellt für den Schrein. Na klar, dass der da oben ist. Das hätte ich mir auch so gedacht. Das Ding katapultiert mich nicht mal ansatzweise hoch genug, das weiß ich jetzt schon. Lecker essen. Ich habe es gerade eben noch fotografiert. Das ist dieser Blitzwerfer. Oh. Lässt du dich fangen, kleine Fee? Ich tue dir auch nichts. Ja, eine Fee. Feen sind immer gut. Komm, ich tu dir nichts, kleine Fee. Komm runter zu mir. Ah. Oh, wie die Kröte mich anguckt. Schade, warum musstest du in eine andere Richtung gucken? Ja, kleine Fee. Wiederbelebungsmöglichkeiten schlage ich doch nicht aus. Oder ich nicht instant hochgeflogen bin. Jetzt muss ich aber. Ich weiß jetzt schon, dass das Ding falsch rumsteht. Ich glaube, das würde auch nicht bis oben hin reichen. Ich habe eine Idee. Es geht wesentlich schneller. Hier oben ist doch 100 pro was. Ich wusste es. Hallo? Der Krog vor irgendwas Angst. Vor dem Strauß, der mir gerade ins Gesicht gerannt ist und deswegen sterben muss. Und einen neuen Bogen. Geschafft. Ein weiterer Krog. Ein neuer Freund. Greift mich an und ich schlachte euch. Mit diesem Versprechen.
Hier sind so viele Früchte, die würde ich schon gerne mitnehmen. Moin, Muffin. Nein. Ich habe euch gewarnt. Ich habe euch gewarnt. Ich schlachte euch, wenn ihr mich angreifen wollt. Ich habe das genau gesehen. Auf der Seite unter mir war es. Auf dich festzuhalten. Ich mache schon mal den Weg frei. Sieh ganz genau, wie wir das Teil gleich rausholen. Ich sollte erstmal die alten Waffen aufbrauchen, bevor ich die guten verwende. Du willst nach Hause gebracht werden. Ich hätte schon irgendwie die Hoffnung, dass es sich so ganz leicht schieben würde. Das habe ich nicht gemeint. Wenigstens fällt es zweigt ab in den Abgrund. Dann nochmal klettern. So, hier, kommt's jetzt nach Hause. Die Sequenz habe ich schon 20 Mal gesehen, die brauche ich nicht mehr sehen. Was stand da jetzt? Was kann ich mit den Spiegeln alles vertreiben? Vom Eis geführt. Ja, das stimmt. Ist ja nicht mein Leben. Okay, jetzt muss ich bestimmt diesen Eiswerfer nutzen. Ins Wasser! Besser funktioniert, als ich dachte. Okay, so nutzt man einen Eiswerfer. Dann macht man sich unendlich Plattformen. Und dann baue ich mir daraus einfach nur eine Brücke. Das funktioniert schon. So, egal was ich tue, es wird schon treffen. Ich muss die Scheibe da hinten erwischen. Feuer frei! So macht man sich einfach. So musste ich null zielen. Warte, ich würde einen dieser Eiswürfe eigentlich gerne mitnehmen. Stimmt noch nützlich. Was? Das war's schon? Nee. Wo ist meine geheime Kiste? Darf ich wieder mogeln? Okay, diesmal wird es an einer bestimmten Stelle runterfallen. Aber ich mache einfach den Mogeltypen. Mach mir wieder 10.000 Plattformen und schick die einfach da runter. Wird schon an der richtigen Stelle runterkommen. So, Abfahrt. Das ist jetzt eine Verarsche. Warte mal. Wo sind meine Feuerfrüchte?
Es ist draufgefallen, also. Zählt. Oh, lecker, den will ich mitnehmen. Ciao. Wir haben auch direkt was zum draufpacken. Irgendwie wirkte dieses Rätsel geschenkt. Ich weiß nicht, wieso. Jetzt können wir auch endlich nach Athen noch gleich wandern. Ich wollte ja nur hier die letzten Bereiche dieser Himmelsinsel noch holen, die ich letztes Mal nicht holen konnte. Meine Lieblingsmusik. Hör ich 10 Mal am Tag. Da weiß ich ja nicht, was erreicht habe. Feuer frei! Ich lasse doch keinen Kock zurück. Wir finden niemals nach Hause. Unglaublich, ich musste den in der Luft fangen. Ich dachte, ich muss auf eine Stelle unten landen, aber nicht, dass ich den in der Luft fangen muss. Welche Stelle beobachte ich da unten gerade? Ich glaube hier ungefähr. Mach ich mir mal ein Sternchen hin. So, hier wollte ich hin. Ateno. Da muss ich so viele Sachen noch machen. Ich weiß, dass man hier irgendwo Medizin auf jeden Fall holen musste. Ich dachte, das würde da zwischen den Missionen drin stehen. Ihr seid unsichtbar. Hi! Kann ich dich eineisen? Ja, ich kann! Dank für die Kiste. Wieso habe ich schon wieder keinen Platz? Habe ich noch Bomben? Ich habe noch Bomben. Da flog ein Pfeil an mir vorbei. Was haben wir denn hier so Schönes? Ich muss den hier nutzen, ich habe sonst keinen Hammer. Das lässt sich hier unten finden. Komm. Ich liebe diesen Schild. Okay, ich verstehe, wofür ich das Floß haben will. Thank you.
Ich hab schon zu viele Schilde. Kannst hier unten bleiben. Ist nicht mal ein guter Schild. Aber danke fürs Angebot. Bin ich im Kreis gelaufen? Kommt die Stelle hier so bekannt vor? Okay, Bombe. Irgendwas habe ich umgebracht. Oh, hi. Aber ich sehe, was mich da erwartet, und es gefällt mir nicht. Was habe ich mir davon gerade erhofft? Du bist so eine wunderschöne Eisstatue, ne? Dich pinne ich mir an die Wand. Danke. Das wollte ich gerade auf dich werfen. Für Leuchtsam kann ich alle gebrauchen für die Rüstung. Kommt da gerade eine Idee? Das ab. So, jetzt habe ich einen neuen Bohrer. Muss ich das gute Schwert dafür nicht aufbrauchen? Irgendwas kann ich hier unten finden, ich spüre es. Okay, hier war ich schon. Ab nach oben. Hier unten war einfach nichts. Aber ich war in dem Brunnen drin. Ist auch was wert. Wieso denn nicht? Warum darf ich denn nicht? Jetzt einen zweiten Laden öffnen? Ja, ich bin neuer Kunde. Okay, dann fahre ich halt deinen Ehemann. Eure Pilzlampen sehen interessant aus.
Mann, siehst du kriminell aus. Ich sollte ein bisschen was an Stoff dabei haben. Bei der war ich noch nicht. Okay. Haarsäge wollte ich ja sowieso mal verbessern. Ich möchte färben. Ich habe eben kurz meinen Ventilator ausgemacht. Weil er irgendwie genau ins Mikrofon gepustet hat. Erstmal die Kleidung wechseln. Ich hab mal das Helia-Gewand. Das typische grüne Link. Wäre sehr schön. Aber mir gefällt auch blau. Ich nehme ein gutes altes Blau. Jetzt bin ich blau und nass. Damit habe ich mal was umgefärbt. Irgendwie ein bestimmtes suche ich hier in Athen, das weiß ich, wegen der einen Frau, die die Schleichanzüge verkauft. Hier offenbar nicht. Hallo. Kenn ich dich? Ach, ich glaube, ich erinnere mich jetzt, wer du warst. Du hast mir von dem einen Schatz erzählt. Ja, von Randers Schatz. Hallo, ihr Esel. Ich gönne mir das Luxusbett. Einmal bis morgens, bitte. Ich meine, irgendeinen Medizinverkäufer suche ich hier. Hallo? Ha ha ha.
Hier sind die ganzen Läden. Da soll ich gucken. Ich glaube, in den normalen Häusern finde ich nichts. Lauf richtig, oder? Nee. Aber den Bauernhof besuche ich trotzdem einmal. Shining, 26 Jahre alt, kann keine Karten lesen. Danke fürs Gespräch, wir haben es dann jetzt vermerkt. Ich hatte gerade so Bock auf die Hühner zu hauen, ich weiß nicht warum. Hallo. Ja. Ja, leg ein bisschen Milch. Soll ich jetzt Einschädigung verprügeln oder die Eichen bringen? Wenn du nur die Eichen würdest, hier bitte. Danke für die Milch. Wie viele Eichen habe ich denn? Ich kann mir noch ein paar Mal Milch holen. Kann ich die auch einfach als Bündel geben oder muss ich jedes Mal einzeln zu dir kommen? Ich muss einzeln zu dir kommen. Ich gebe dir Ostcreme welche. Hier, lecker Futter für dich. Warum darf ich dich nicht streicheln? Lecker, ja fein. Feiner Hundi. Das schmeckt dir, ne? Willst du mir etwas zeigen? Wie ich sonst zu blind wäre. Aber Hund. Zehn Pfeile sind zehn Pfeile. Ich wollte mich gerade kurz beschweren. Flaschenpost. Ich habe eine gute Idee. Flaschenpost gerettet. Nein, nicht wegrollen. Hier geblieben. Der Verbrecher war auf Flucht. Da bitte. Gern geschehen. Ich habe irgendwas vom Käse gelesen.
Wie steht ihr eigentlich so zu Käse? Gut gereift oder lieber frisch essen? Wenn sie reifer werden, dann haben sie ja so einen schärferen Geschmack. Ich esse sie ja wirklich lieber früh, wo die schön süßlich eher sind. Beziehungsweise mild. Warum werde ich jetzt fertig gemacht? Hallo? Wie du diese Leute, die nur an sich selbst denken, ne? Da muss ich hin. Muss auf jeden Fall zu dem Institut auch nochmal. Ich nehme noch mal so lange euer Ticket, ne? Alles in Ordnung. Ich muss immer wieder aufs Neue sagen, ne? Ich verstehe Mode nicht. Von Mode habe ich nicht die geringste Peilung. Das werde ich auch bis zum Ende meiner Lebenszeit nicht erfahren, was es mit Mode auf sich hat. Sie spricht mir aus der Seele. Bescheiden kann man drüber reden. Die VW keine ehrliche Antwort. Genau so denke ich auch. Verschandeln. Sind alles die Leuchtpilze, die ich unter Erde sammle. Ihr werdet das bereuen, ihr braucht das Gemüse eher.
Das ist doch zum Scheitern verurteilt. Das geht doch sowas von schief. Weiß nicht. Ich halte mich da raus. Von Politik habe ich eh keine Ahnung. Ich denke mal, wenn ich Sagono helfe, dann kriege ich diesen komischen Hut, aber ich weiß nicht, ob ich den haben will. Einfach nur hier hole Pilze. Ich glaube, es wäre eigentlich richtig, diesem Reed nahe zu helfen. Klar, worum geht's? Wenn es weiter nichts ist. Was habt ihr denn zu verkaufen? Oh, lecker Kürbisse. Pilze, die sind aber groß geraten. Die Tomaten sehen auch schön aus. Boah, die sind so fotogen. Dachte kurz, von dem habe ich eigentlich kein gutes Foto. Oh. Ansonsten gibt's hier nichts. Okay. Ich wiederhole von Mode keine Ahnung und werde ich auch nie Ahnung haben. Wo ist denn dieses Institut? Jetzt hier oben wahrscheinlich, oder? War es zumindest im alten Spiel. Schauen wir da mal einen Wegpunkt. Da ist die Atheno-Schule. Kann ich vielleicht auch mal vorbeischauen. Ach, an das Haus erinnere ich mich. Das hat man in Breath of the Wild gekauft.
Hat man ein Haus für sich? Ist das immer noch mein Haus oder hat das jetzt ein anderer? Ach, das ist jetzt Zeldas Haus. Oder sind wir zusammengezogen, um schmutzige Dinge zu machen? Ein weiterer Brunnen. Seht ihr, was das hier unten getrieben? Ein altes Haarband. Was hat sich verändert? So, dann sind die Haare zusammengebunden. So wie es beim ersten Teil war. Na gut, brauche ich jetzt aber nicht. Ich weiß, dass ich hier irgendwas holen sollte. Ich guck nochmal nach. Weil hier die eine Frau aus Kakariko wollte etwas aus Ateno haben. Ich erinnere mich. Ich weiß nur nicht, von wo genau. Ich meine vom Institut. Sonst darf ich hier 5000 pro Teil ausgeben. Finanzen. Ich muss bestimmt mit der Frau reden, die da in der Stadt sitzt. Jetzt kann ich mir die Kleidung hier nie kaufen. Im Südosten war es, ne? Ist doch hier so irgendwo sein, oder nicht? Ich wollte gerade noch mal grob drüber gucken. Ja, im Südosten. Himba heißt die Frau auf jeden Fall. Im Südosten von Ateno. Ist hier zufällig irgendwo eine Himba? Ich suche keinen Simba, sondern eine Himba. Dieser Gono selbst ist ja Südwesten. Was ist denn los? Okay.
Gehen wir noch da ganz oben. Bei dem Institut kann ich doch bestimmt Medizin bekommen. Oder ich hieß keiner Himber, ne? Liesel. Nee. Hier ist auf jeden Fall eine Quest. Ach ja, die wollte ich aber hier was mit dem Käse vom Großvater. Ja, den Käse würde ich gern probieren. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Oh. Also ich kann die Eicheln erst gegen Milch tauschen und dann kann ich diese Milch gegen Käse tauschen. Das ist ein interessantes Geschäft. Ah. 20 pro Käse. Nimm mal meine Milch. Auch nicht mal eine Animation dafür. Hier ist auch noch ein Rezept mit dem Käse. Weizen, Tomate und Käse. Haben wir hier einen Kochtopf? Mal auf jeden Fall mal einen Screenshot davon. Sieht aus wie eine leckere Pizza. Ich habe keine Feuerwaffe. Haben wir noch Ei mit drauf? Das wird eine leckere Pizza. Tomate mit Käse, das ist keine Pizza. Betrug! Diese Bots, die sind aber auch mittlerweile so extrem geworden. Oh, hallo mein Freund, wo ist denn dein Kumpel? Kann ich dir helfen? Da ganz unten. Ich sehe hier direkt schon eine Methode, dich leicht da unten hin zu befördern. Ich gehe erst in ein Institut und dann bringe ich dich nach da unten, okay? Ja, hier kann ich gar nicht rein. Hallo, mein schuppiger Freund. Magst du mir eine deiner Schuppen abgeben?
gut, dann können wir ja den Nopon als nächstes helfen. So, komm her, mein Freund. Wir unternehmen jetzt eine Fahrt gemeinsam. Und die wird lustig. Und ohne Unfälle ablaufen. Das war wichtig. Ich kann auch die Geldmaschine da nicht einfach ignorieren. Ich bring dich zu deinem Kumpel. Wenn ich lang genug gegen den Baum fahre, dann komme ich durch. Hallo, gib doch nicht ohne mich Gummi. Ich weiß, dass dein Freund da hinten ist. Ich wollte dich nicht ansprechen. Ich wollte an das Teil hier. Dieses Konstrukt muss ich mir eigentlich vermerken. Die Kombination funktioniert gut. Du denn? Krabi, bleib hier. Warte. Ich will doch nur ein schönes Foto von dir. Shake that booty. Komm, shake it. Endlich. Endlich kann ich sie in ihrem natürlichen Lebensraum fotografieren. Die Palmfrüchte. Ach ja, du willst ja nach Hause. Entschuldigung. Lauter Aufregung glatt vergessen. Schwimmen da. Einfach nur eine Kiste, an dem ein paar Leuchtsamen dran sind. Och, wieder eine Flaschenpost. Leuchtfahne? Ich habe keine Leuchtfahne gesehen. Bis da drüben gefangen, das vermerke ich mir mal. Zumindest nehme ich das an. Oder gibt es hier noch in einer anderen Richtung Leuchtsamen? Ich wollte ja eigentlich in Athen heute arbeiten. Ich muss ja noch 7 Leuten die Pilze vorbeibringen.
nachts sind sie wahrscheinlich auch eher anzutreffen. Hallo. Soll ich sie kurz stören? Ich weiß, sie haben geschlafen, aber ich habe einen leckeren Pilz für sie. Ja, ein Heriolepilz. Kann ich auch Gegner helfen? Oder kann ich nur Sakuno helfen? Hast mich nicht gesehen. Nein, du bist taub. Taub und blind. Du hast nichts gesehen. Als ob die jetzt einmal eine Wanderung dort drumherum macht. Komm, lass dich verfolgen. Mann, verschwinde doch mal von mir. Wo ist die Troller jetzt? Hallo. Sag nicht, die gammelt da. Guck mal, da ist es laut. Ist ja Hauptsache auf meinen Tatzenläufe, da reagiert die, aber darauf nicht. Oder steht die da überhaupt noch? Ich hab was gefunden. Das willst du niedermachen? So scheinheilig. Ich will mich auch bedienen. Hi. Du hältst Wache über Efi. Hey, der Typ da hinten steht auf dich. Ja. Ich soll doch mit ihr reden, oder nicht? Was gefällt dir so? Kröten?
Wo ist der hin? Sie liebt Kröten. Oh. Ich hab sie gefragt für dich. Ah. Ich glaube nicht, dass ich 100 Sportkröten habe. Vielleicht geht man dafür runter. Wir nehmen die Kröten. Ach, dafür kriege ich Sportlinge. Ich wünsche dir viel Glück, mein Freund. Ich würde gerne die Reaktion davon noch sehen, von der Frau. Ist schon irgendwie ein bisschen in die Richtung, aber jetzt nicht so sehr, dass es weltbewegend wäre. Das stimmt. Der Meinung bin ich auch. Ich muss noch weitere Leute finden, die diese Pilze haben wollen. Der eine Typ vom Bauernhof, den könnte ich auf jeden Fall noch einen geben. Ich glaube, die habe ich schon einen Pilz gegeben. Ich würde gerne die Pilze noch heute verteilen. Hallo, will jemand Pilze? Du willst einen Pilz. Nee, du willst keinen. Ich weiß genau, wovon der redet. Ja. Eigentlich würde ich ja lieber ihm helfen. Ja. Was beschäftigt dich denn? Mmm.
Ist das hier nicht eure Hütte? Ich muss, glaube ich, von unten aus hier rein. Dafür ist der Brunnen gut. Hier kann ich auf jeden Fall zwei Pilze, glaube ich, vergeben. Nee, einen. Stimmt, der Mann will nicht. Hier in ihre Höhle, Bitch. Das habe ich mir tatsächlich gedacht. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier alle finden würde, die so einen Pilz haben wollen. Vielleicht wären bei der Schule noch ein paar. Ich hab was für dich. Ja, hier bitte, nimm. Deine Mädchen ist halt die beste. Wo ist denn seine Frau? Es hieß, sie wäre noch jemand. Diese Himbe habe ich bisher nicht gefunden. Tausch einmal gegen Milch. Wusste doch, dass ich diesen Barsch da nicht habe. Ich habe gesehen, dass es ein Karpfen ist, bevor ich irgendwer korrigieren will. Würdet willen, selbst die Vogelscheuchen sind diesem Mode vor paar untergegangen. Sie haben es auch abbekommen. Nein. Hallo. Ich glaube, ich habe die Stunde gerade beendet. Ja, ich habe einen Korb gefunden. Ist Stunde damit vorbei? Ja, ich bin da wieder da. Oh nein, ich will nicht.
Kann ich ja beim nächsten Mal hin. Irgendwie will Tulin hier nicht auftauchen. Hallo. Ich habe einen Pilz für dich. Und sie hat ein Ei für mich. Ich habe eine Verehrerin. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Nein. Hier ein Rheolepilz. Nee, hab Verständnis dafür. Okay, ich glaube, ich belasse es dann bei dem Punkt jetzt mal für heute. Und speichere jetzt eben kurz einmal ab. Ich will ihn nicht noch länger überziehen. Okay, Leute. Wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like später auf YouTube da lassen. Ein Follow auf Twitch. Und wie immer verabschiede ich mich von YouTube als erstes an der Stelle. Euch noch einen schönen Tag.